Du bist 13 Hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Die hat mit der Hüfte gewedelt. Und ich habe nur gedacht, ich könnte sie heute Nacht noch besteigen. Alter Geier. Der Typ, Alter. Die Stimme ist aber episch. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Abscheulichen Bestie. Und ich könnte schwören, das ist das Monster, was wir gerade... was uns gerade über den Weg gelaufen ist, quasi. Oder dieses... Warte mal, dieses, unterirdische... Schaufler-Wurm-Gedöns. Ich weiß nicht, wie das Monster jetzt gerade heißt. Etwas aus der Erde griff euch an. Ja, siehst du, wusste ich doch. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich habe mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Oh weia, wir dürfen... Oh Gott, wir müssen gegen Dinge jetzt kämpfen. Oh nein. Ich habe mich die ganze Zeit immer so ein bisschen vor dieses Vieh zurückgehalten. Immer so ein bisschen umlaufen. Und einfach den aus dem Weg gegangen. Und jetzt müssen wir dieses elendige... Ah, jetzt müssen wir dieses elendige Vieh doch besiegen. Ich glaube es nicht. Ich fall vom Glauben ab. Tja, was machen wir denn da? Wir müssen ja leider das Vieh angreifen. Wir kommen ja nicht drum rum. Das ist ja das Problem. Oh Mann. Ist er da unten? Natürlich, da ist er ja. Ich könnte ja ein paar solche Haftminen hinschmeißen oder hinschießen. Alles ein bisschen verminen. So. Das funktioniert also nicht. Kann ich ihn ja von hier oben erledigen? Wo ist er?
Das wird ein harter Kampf. Auf jeden Fall am Rücken ist er. Ah, okay. Das wird nicht so einfach werden. Ich hoffe, ich habe von hier oben... Erstmal wieder ein paar Pfeile herstellen. Scheiße. Er ist zu weit weg. Ich stelle mal ein paar von denen hier wieder her. Aber die sind ganz gut. So. Ja, wo ist er? Unterirdisch. Komm raus. Das läuft eigentlich doch relativ ganz gut von hier oben. Hätte ich nicht gedacht. So, wenn wir mal wieder zu unserem Bogen wechseln. So, den haben wir noch einen verpasst. Alles Klirche, Popörchen. Schön auf dem Rücken zielen. Tja, damit haben wir ihn besiegt, wa? Würde ich mal so behaupten. Und das ging doch relativ einfacher, als ich eigentlich erhofft hatte. Schnell plündern hier, was er so hat. So, was hat er denn hier Schönes für uns? Wir nehmen mal alles mit. So, wir sind mal so frei. Ich hoffe, das Vieh respawnt nicht hier wieder. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn er jetzt hier respawnen würde. Auf jeden Fall sind hier sehr viele tot. Hier ist noch was Grünes. Füßenglas ist... Füßenglas brauche ich nicht. Das nehme ich für unterwegs mit. Ein bisschen Heilkräuter müssen wir hier eines einsammeln. Wir müssen ja ein bisschen zusehen, dass wir auch wieder Heilung bekommen. Sonst ist das nicht so schön hier. Aber wir haben ganz schön unsere Hauptstory viel aufgebraucht. Bisschen Holz schadet auch nichts. Ein bisschen Terraforming hier machen. Das gehört nun mal dazu. Kehre zu Muad'Dib zurück. Muad'Dib, der erinnert mich so ein bisschen an Muad'Dib. Muad'Dib. Untersuchen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt da noch einer. Das hätte mir jetzt gefehlt. Zu meinem Glück. Ja, wissen kann man ja nie, ne? Wissen kann man ja echt nie.
So. Kräutis haben wir ja auch bald voll wieder. Etwas Vorrat. Ja, natürlich, Aloy. Das muss sein. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Doch! Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nein! Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Okay, sollen wir jetzt die ganze Zeit hier warten? Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Hordiv? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Ich ahne echt Schlimmes. Das scheint hier noch nicht alles gewesen zu sein. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Hordiv, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Okay, wir kämpfen jetzt Seite an Seite mit ihr. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Der Draht ist nicht dran. Noch nicht. Ein paar Pfeile wären nett. Wie wäre es mit einer Überraschung für Sie? Hast du wirklich keine Fallen, kleine Jägerin? Klar habe ich Fallen. Geh da vorne in Deckung, hinter diesem Fels. Sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja? Oh, sie kommen. Blut dafür den... Tja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Alter! Verderbe! Rede mit Vasha, sind das alle? Sind das jetzt alle?
Okay, ich sammle mal lieber meine Bomben ein. So, wir sammeln mal hier schnell alles ein. Das war ja zwei Krieger und ein Verderber? Oder was war das hier? Ich meine, ich habe jetzt nicht viel mitbekommen, weil ich ja meine Fallen aufgebaut habe. Aber dazu sind sie ja nun mal da. Ah, dazu sind ja nun mal Fallen da. So. Sammeln die den noch einen hier hinten? Ah, ich bin voll. Okay. Ich bin voll. Gut, dann reden wir mal mit unserer Kollegin da hinten. Aber erstmal sammeln wir hier noch schnell die Pflanze ein. So. Ich möchte mit dir reden. Hallo. 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 Kann ich nicht mit dir reden? Ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am, das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Na toll. Fick die Henne! Ich kann nicht laufen! Oh, ja toll! Spring noch, Eloy! Scheiße! Was? Hallo. Alter. Scheiße. Stellen. Boah. Boah, Alter.
Alter Schwede. Das ist ein Gemetzel. Ich muss mich konzentrieren. Ihr seht's schon. Gleich. Oh, ich habe ihn erledigt. Verdammte Axt. Oh, das war jetzt aber höchste Konzentration. Alter Schwede. Ich muss mich kurz verschnaufen. Oh, ich war ganz schön angespannt. Ganz schön angespannt war ich. Vor allen Dingen meine zwei Wachen, die waren ja... Ja, die waren jetzt nicht große Hilfe. Im wirklichen Sinne des Wortes. Oder wahrsten Sinne des Wortes, besser gesagt. Donnerkiefer, ich hab dich erledigt. Mein Freund. Ich habe dich getötet. Müsste ich was anderes rauswerfen? Ja, ich weiß. Müsstest du? So. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Na, da passiert doch bestimmt jetzt irgendwas wieder. Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Aloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall.
Du hast so viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche es. Ja, so ist das. Schachzug der Dame. Quest abgeschlossen. Wir haben ja auch wieder einen Fertigkeitspunkt, gell? Und wo sind wir jetzt eigentlich hier? Ach, hier sind wir gelandet. Wir sind in Lichtenmarkt. Sind wir gelandet. Und hier sind wieder weitere komische Questen, die wir machen können. Ah, wir haben ihn quasi jetzt hier aus an Trophäehallen der Überläufern geholfen, also den Überläufern geholfen. Gut. Dann sei es ihm so. Wir werden jetzt mal gucken hier in der Stadt. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Ja, das hatte ich auch eigentlich vor, meine Vorräte hier aufzustocken. Ich würde gerne etwas kaufen bei der Sonne. Ab? Na, ich weiß ja nicht. Die Maschine hat mich gesehen. Jetzt flüchten sie. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Was geht denn hier ab? Wow. Auf jeden Fall. Mutters Wiege. Alter. Hier geht irgendwas vor sich.
Mutters Wege. Dem Erdboden gleichgemacht. Scheiße. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier schwimme. Ich muss möglichst unentdeckt irgendwie hier vorbeikommen. Ich hätte vorher vielleicht mal abspeichern sollen. Wer weiß, ich bewege mich jetzt hier wieder so in ein fremdes Territorium, was hier... Keine Beachtung. Das schenkt mir keine Beachtung. Von wem denn? Alter, so viele. Scheiße. Gut so. Weia. Oh, wir müssen hier echt vorsichtig vorangehen. Echt vorsichtig. Okay, vor mir sind wohl keine mehr. Wir müssen hier aber auch in der Richtung. Den umgehe ich jetzt einfach mal. Das sind nämlich Verderbte. Wie weit entfernt bin ich noch? Oh Gott, wir sind eigentlich nicht mehr weit entfernt. Was ist hier nur passiert? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Was ist hier nur passiert? Verderbe? Scheiße. Ich habe ja... Ich meine, er hat ja gesagt gehabt, dass er hier... Der hat ja gesagt, dass er die Kajas hier irgendwie her schickt. Aber... Aber so? Verderbe. Lagerfeuer. Boah, ich komme hier echt nicht rum, ne? Hm.
Vor allen Dingen, wenn ich jetzt kämpfe, locke ich alle anderen mit an. Das ist nämlich das Problem, was ich habe. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Wirklich alles zerstört. Alles. Alles niedergebrannt und alles zerstört. Und ich frage mich, wie komme ich jetzt dahin? Trainingspuppe, bla bla bla. Zerstöre. Wie komme ich jetzt da rein? Fuck. Von der anderen Seite vielleicht irgendwie? Von oben? Ich weiß es nicht. Ich komme hier auch oben nicht hoch, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt da reinmarschieren, wenn wir noch gar nicht so weit sind. Sag ich jetzt mal so. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir schon so weit sind. Was machen die hier? Scheiße. Das komplette Dorf zerstört. Schöne komplette Dorf. Kampfgeräusche von da oben. Klingt nach einem Donnerkiefer. Ein verdorbener Donnerkiefer? Oh, bitte. Bitte lass es kein Donnerkiefer sein. Bitte lass es kein Donnerkiefer sein. Nicht noch ein Donnerkiefer. Das wäre jetzt, Scheiße. Die hören das auch. Die sind alarmiert. So.
So. Ich müsste ja normalerweise eigentlich... Da schießt doch eine... Mehr Eclipse. Tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau. Lass den Berg einstürzen. Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen, ein verdorbener Donnerkiefer. Besiege die Invasoren. Ihr habt euch euer eigenes Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Scheiße. Dass ich von einer besseren Seite aus irgendwie angreifen kann. Mann, ich bin angespannt. Besiege die Invasoren. Ich muss da hin. Wie heißt denn hier meine Hauptquest? Das Herz der Nora. Boah, ich muss die echt besiegen. Begib dich zu Unmutter, besiege die Invasoren. Das krieg ich doch nie und nimmer hin hier. Keine Zündkerzen mehr. Krass. Dann kennen wir uns jetzt ja. Kriege an Eloys Seite, jetzt! Oh, weia! Thank you.
in die verdorbene Erde, Dämon! Die Göttin richte dich! Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Jawohl! Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Oh weia, oh weia, oh weia! Ich habe keine. Ich muss jetzt mal hier wieder Munition nachfüllen. Oh. Gleich habe ich die Scheißhaube weg. Jetzt ist die Haube weg. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Tot. Jawohl. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. Haben wir es geschafft? Ah, wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Ja. Das ist durchaus möglich, aber... Wir hatten auch viel Glück. Wir hatten echt jetzt viel Glück. Muss man ja so sagen, ne? Sind die ganzen Cargers jetzt eigentlich weg? So, wir sammeln hier mal schnell noch alles ein bisschen ein, bisschen Ressourcen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Glück gehabt, dass ich Unterstützung hatte jetzt von den Leuten hier, von den Nora. Wäre schlimm geendet, hätte ich es alleine gemacht. Donnerkiefer jetzt. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, wir reisen nie mit leichtes Gepäck, Aloy. Das weißt du doch. So, wo ist denn hier unsere gute Frau? Wir müssen nämlich jetzt erstmal mit ihr reden. Super. Der Kampf war verloren, bis du gekommen bist. Gern geschehen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Mit vereinten Kräften. Und gut, dass ich das alles ein bisschen umgangen bin, so über die Klippen und so. Ich glaube, hätte ich mich da auf einen Kampf eingelassen, hätten sie mich total überrannt. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt.
Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann... wofür? Du wirst sehen. Ja. Jetzt müssen wir mal zu Theresa. Sie ist geradeaus. Da hinten sind sie schon, die warten schon auf uns. Die stehen alle vor der Tür. Aayla, also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt, sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aayla? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Lansra, es ist vorbei. Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Endlich. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sorek. Bitte treten Sie durch. Thank you.